Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und ich habe für euch heute eins meiner absoluten Lieblingsrezepte. Es war, und das muss ich dazu sagen, eins der allerersten Rezepte, die ich vor über 10 Jahren mit meinem Thermomix damals gemacht habe. Und seitdem ist es ein absoluter Kracher. Auf jeder Party, auf der ich eingeladen bin, muss ich das Zeug mitbringen. Und die Rede ist natürlich von Tomatenbutter. Ihr alle kennt wahrscheinlich das ein oder andere Rezept. Falls ihr das noch nicht kennt, ich zeige euch jetzt das Basisrezept dafür. Ihr solltet das wirklich unbedingt ausprobieren, weil das Zeug ist absolut genial. Ich habe dazu einfach ein paar frische Basilikumblätter und ich werde auch eine große Portion heute machen, denn ich bin morgen auf einem Kindergeburtstag eingeladen und da muss ich ein wenig mehr machen und deswegen gleich die doppelte Menge. Aber keine Angst, das Zeug wird ja nicht schlecht. Ihr könnt das natürlich auch halbieren, dann nehmt ihr halt einfach nur die halben Zutaten. Es hält sich ein paar Tage und man kann das sogar einfrieren. Ja? Also, ich habe euch, wie gesagt, vorbereitet ein paar Basilikumblätter. Ich rechne immer so pro 120 Gramm etwa 10 Blätter. Das ist aber auch Geschmackssache. Ihr könnt gerne mehr oder weniger nehmen. Die Basilikumblätter, die zerkleinern wir jetzt im Thermomix, so auf Stufe 4, 5. Ein paar Sekunden. Wichtig ist hier, dass der Thermomix-Kessel trocken ist innen, ne? Weil sonst hängen die ganzen Blätter nämlich an der Wand fest. Also einfach 4, 5, ein paar Sekunden, bis die Blätter schön klein gehäckselt sind. Das Ganze dann mit dem Spatel nach unten drücken. Und jetzt kommt die Butter dazu. Ich habe jetzt 240 Gramm Butter genommen, das ist quasi die doppelte Menge. In Stücken, ich mache die immer vorher aus dem Kühlschrank raus, dann lässt sich das Ganze leichter verrühren. So. Wir brauchen 90 Gramm Tomatenmark für dieses Grundrezept. Oh. Und passt. Natürlich ganz klar ein bisschen Salz. Auch hier wieder lieber ein bisschen weniger Salz am Anfang nehmen, dafür später nochmal abschmecken, nachwürzen, ein klein wenig Pfeffer und ich gebe immer noch einen Schuss frisch gepressten Zitronensaft hinzu. Auch hier könnt ihr variieren, probiert aus, ob ihr mehr oder weniger wollt. Ich habe es gerne ein bisschen saurer und dann wird das Ganze im Thermomix Stufe 4 verrührt. Etwa so eine Minute muss das laufen. Viele Rezepte sagen, dass man da diesen Rühreinsatz nehmen soll. Ich habe das bisher nicht gemacht. Ich habe das immer ohne diesen Rühreinsatz gemacht. Das geht wunderbar. Zwischendurch vielleicht auch immer mal gucken, dass sich das Tomatenmark gleichmäßig verteilt. Da kann man ein bisschen runterschieben. Aber das könnt ihr nachher auch sehen, wenn ihr dann durchgequirlt habt. So, die Minute ist um. Wie gesagt, einfach mal schauen. Manchmal, genau wie hier, da hat sich so ein bisschen Tomatenmark oben festgesetzt, das nicht ganz vermischt wurde. Einfach nochmal alles oben runterdrücken und dann einfach nochmal ein paar Sekunden Stufe 4 durchrühren. Reicht. Und das sieht genauso aus, wie ich das gerne hätte. Was ich euch jetzt gezeigt habe, das ist das absolute Basisrezept, ja? So wie ich das mache. Ihr könnt da jede Menge Zeug variieren, ihr könnt da noch Knoblauch dazu machen, gerne auch andere Kräuter. Experimentiert damit rum. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses wirklich einfache Rezept bei jedem echt gut ankommt. Es ist perfekt für ja, Grillabende, ne? Einfach auf ein frisches Stück Baguette drauf. Schmeckt absolut köstlich. Ihr könnt es aber auch auf die Nudeln tun. Ja? Also wenn ihr Nudeln kocht und dann statt einer Art Pesto, schmeckt absolut vorzüglich als Brotaufstrich, als Dip aufs Steak drauf, auf den Spießbraten, was auch immer. Das ist absolut universell und wie gesagt, hält sich auch ein paar Tage im Kühlschrank und zur Not friert es ein. Aber ich verspreche euch, wenn ihr das mit auf eine Party nehmt, das bleibt nicht übrig. So, nur ein kleiner Tipp. Mit dem Spatel kriegt man ja eigentlich soweit alles raus. Aber ihr wisst, wie das ist. Am Messer hängt immer noch was. Und diesen Tipp, den habe ich von meiner Mutter, die ich hiermit grüße.
Wenn noch was am Messer hängt, einfach ganz kurz auf Stufe 10 gehen. Die Zentrifugalkraft löst das Problem und ihr könnt wieder alles einfach entfernen. Messer sauber. Ciao!